Hörbilder. Eine Sendung der Feature-Redaktion. In der Filtration, das Stelzhammer Bier wird hier von den Trubstoffen wie Hefe und Eiweiß befreit, damit es auch die 8 Monate oder 6 Monate Haltbarkeit tadellos übersteht. Das Bier sollte ja am Ende oder am Anfang wie am Ende gleich schmecken. Wenn's nicht fort musst, so bleib. Denn die Heimat ist entweder der zweite Mutterleib. Der sakrische Franzl. Auf den Spuren des oberösterreichischen Landesbohemiens Franz Stelzhammer. Ein Feature von Günter Keindelstorfer. Ja, also jetzt betreten wir am Ausgangspunkt beim Bodernhaus in Großbiesenham den Stelzhammer Wanderweg, der bis zum Bodensee am Ende der Wiesen und Gebüsche anlangt, wo der Wald dann der Haushof beginnt, den der Stelzhammer ja oft beschrieben hat. Und schau nur mal zurück, Emiaui und Oetra über den Hausruck, heißt zum Beispiel an einer Stelle seiner Gedichte. In Literaturlexika wird der 1802 geborene Innviertler Franz Stelzhammer als der bedeutendste Mundartdichter des bayerisch-österreichischen Raums geführt. Zwischen Scherding und Steyr, Freistadt und Ischl, kurzum überall in Oberösterreich, wird das Andenken des sakrischen Franzl bis heute hochgehalten. Kaum ein Ort im Land ob der Enns kommt ohne Stelzhammerstraße aus. Kaum eine Bezirksstadt ohne Stelzhammer Gedenktafel. Kaum eine Volksschule, in der die Kinder nicht das eine oder andere Gedicht des Piesenhammer Franzl auswendig lernen müssen. Oh, so schön ist die Welt. Vogelnagel neue Stiefel und die Taschen voll Geld. Und mein Vater hat gesagt, Buh, jetzt betracht er halt die Welt. Und ich hab's betracht. Oh, so schön ist die Welt. Aber die Stiefel sind duri, da hieß mein Geld. Ich bin ein Rieder Kind, in Ried geboren, in Ried aufgewachsen und mein ehemaliger Schuldirektor hat sehr viel Wert drauf gelegt, dass Gedichte auswendig gelernt werden. Das haben wir damals nicht so besonders geliebt, aber es hat halt immer sein müssen. Was meine erste Begegnung mit Franz Stelzhammer war, da hat er mir in keiner Weise noch sonst irgendwas gesagt, war ein Schlussteil, 4 Zeilen aus einem Gedicht von Parameter Kleid, die mir wirklich durch und durch gegangen sind. Als 8-jähriges Dirndl, die haben mein Herz berührt und das ist so geblieben bis heute, ganz unvergessen. Da hat er wirklich eine Liebeserklärung an seine Mutter in 4 kurzen Sätzen da abgefasst, die seinesgleichen sucht und worüber andere Dichter seitenweise schwafeln und das Gefühl und die Liebe nicht darstellen können. Ja, die kann ich noch ganz genau und ich habe es auch noch genau im Ohr, wie es unser Direktor damals vortragen hat. Und einen Wunsch habe ich noch und der Wunsch ist ja frei. Ich möchte Schulding, Begrommling beim Mirdl hierbei. Also ich bin ja gebürtige Innviertlerin, bin aus Raab in Oberösterreich
Und ich hatte eine Großmutter und diese Großmutter war bäuerlicher Herkunft und hat auch diesen Dialekt noch sehr gut gesprochen, also diesen Stelzhammer Dialekt und hat natürlich viele Geschichten gewusst. Sie war eine Erzählerin und eine dieser Geschichten hat eben immer wieder diesen Franz Stelzhammer betroffen. Und den Eindruck, den ich gewonnen habe, war immer der, dass er eigentlich noch lebt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, der ist jetzt schon 150 Jahre tot, dass er noch lebt und dass er einfach sehr interessant ist, sehr ungewöhnlich fürs ländliche Leben. Ein Schlaghaus fürs Fegerl, fürs Meiserler Fallen und für Trägers ein Maschen, der Deichsel soll es holen. Ums Fuhren ein Singer, das geht mir nicht ein. Aber wie kann denn ein Gesang in der Gefangenschaft frei? Frei bin ich, frei bleibe ich, mag wieder wie werden. Und du, Mensch, kannst mein Singer und soll ich dazuhören. Er war nämlich ein Mensch, der aufgetaucht ist, wieder verschwunden ist, sich vor allem in Gasthäusern aufgehalten hätte, dort gespielt hat, Karten gespielt, gekegelt, getanzt und meistens nicht zahlen konnte. Und das war aber, wurde nicht kritisiert von meiner Großmutter und auch nicht von den anderen älteren Leuten, sondern das war ein mutiger Bursch, das war irgendwas Besonderes, was man sich normalerweise nicht traut. Das ist sozusagen bei ihm gutiert worden. Um den Stelzhammer Franzl ranken sich viele Geschichteln und Anekdoten. Er sei ein rechter Malefizkerl gewesen, hört man auch heute noch zwischen Braunau und Haag am Hausruck. Ein Mostbruder und Kegelvirtuose soll er gewesen sein. Ein Kartentippler und Biertischpoet, der sich um bürgerliche Konventionen keinen Deut geschert hat. Trinkend, tanzend und weibernd hat der sakrische Franzl die lieblichen Täler des Innviertels, die waldbestandenen Höhen des Hausruck, auch die Fluren und Wälder rund um Passau und München unsicher gemacht. Ein rübezahlartiger, blatternarbiger Kerl mit Vollbart und langem, wallendem Haupthaar, der die Frauen Kraft seines Charmes und seiner stupenden Formulierungsgabe scharenweise erobert haben soll. Als Hallodri will der Stelzhammer Biograf Hans-Dieter Meiringer den berühmten Mundartdichter allerdings nicht bezeichnet wissen. Stelzhammer war kein Hallodri, sondern er war ein Dichter mit Leib und Seele. Und wenn man weiß, welche Menschen Dichter sind, und für mich ist zum Beispiel H.C. Hartmann so ein Dichter mit Leib und Seele, die haben halt ihre Probleme mit dem bürgerlichen Leben. Und so hat es halt Stelzhammer auch gehabt. Und es war ja nicht so, dass er nicht gerne in diesem bürgerlichen Leben auch Fuß gefasst hätte. Das hat er immer wieder versucht. Es ist ihm nie gelungen. Ich sage, Gott sei Dank ist ihm das nicht gelungen. Sonst wäre er ein Beamter geworden mit 8-Stunden-Tag und Pensionsberechtigung. Und das kann man sich beim Stelzhammer wirklich nicht vorstellen. Auch wenn die meisten Stelzhammer-Legenden mit den historischen Fakten nicht übereinstimmen, sie halten sich hartnäckig im Land ob der Enns. Der Schriftsteller Alois Brandstätter hat sich schon vor 30 Jahren über die immer wieder kolportierten Stelzhammer-Klischees lustig gemacht. Franz Stelzhammer war ein außerordentlicher Dichter, aber ein sehr unordentlicher Mensch. Er stänkerte oft in Gasthäusern, meist in unverfälschter, obderensischer Mundart. Sobald seine Gegner aber ihre Schlagringe hervorholten, verschwand er, ohne dass es jemand bemerkte. Stelzhammer beschwerte sich einmal, dass die Leute seinen Namen immer mit 2 M schreiben. Er heißt aber Stelzhammer und mit einem sogenannten Stelzhammer hat er nicht das Geringste zu tun. Einmal zog der Dichter mit einer Wanderbühne durch das Innviertel. Er spielte den Hamlet in Mauerkirchen, Tummelzamm, Gurten, Antisenhofen, Theiskirchen und Auroldsmünster. Eines Tages zog Franz Stelzhammer dann seinen Steireranzug an und schuf die oberösterreichische Landeshymne, bei der sich alle von ihren Plätzen erheben und laut mitsingen. Die oberösterreichische Landeshymne.
1952 zum 150. Geburtstag des Dichters beschloss der Landtag zu Linz, Stelzhammers Heimatgesang offiziell zur Landeshymne zu erheben. Der 200. Geburtstag des Piesenhammer Franz zeitigt überall in Oberösterreich lebhafte Aktivitäten. Die Rieder Brauerei etwa hat pünktlich zum Stelzhammer Jubiläum ein Stelzhammer Jubiläumsbier auf den Markt gebracht. Ein herzhaftes Spezialbräu mit 5,2 Volumensprozent. Bernd Pöller, Geschäftsführer der Rieder Brauerei. Ja, es war so, dass wir als Rieder Brauerei natürlich immer gesagt haben, speziell in den letzten zweieinhalb Jahren, dass wir der Region sehr stark verbunden sind. Und für uns war es immer etwas Besonderes und wird es zukünftig auch immer etwas Besonderes sein, Ereignisse aus dem regionalen Geschehen in das Biergeschehen unserer Rieder Brauerei aufzunehmen. Und deshalb haben wir auch dieses Stelzhammer Bier kreiert. Wir brauchen natürlich hier einen speziellen Stelzhammer-Sud ein. Dieser Stelzhammer-Sud hat natürlich dann auch eine bestimmte Malzschüttung, die wir in der Brauerei unsere Braumeister sehr gut ausgewählt haben. Wir haben eine spezielle Hopfengabe und verwenden einen speziellen Hopfen dazu, einen Müllviertel-Hopfen natürlich, aber in einer bestimmten Dosierung. Und diese gesamte Komposition verleiht dem Bier eigentlich einen sehr vollmundigen und einen sehr süffigen Charakter. Der Braumeister Gerhard Hörantner kommt als gebürtiger Wippenhammer aus dem innersten Innviertel. Er ist für die Herstellung des Stelzhammer Biers verantwortlich. Hier im Lagerkeller hat das Stelzhammer Bier ca. 7 bis 8 Wochen Zeit zu reifen. In diesen Tanks lagern ja ca. 1 Million Liter Bier. Mittlerweile ein großer Teil davon ist Stelzhammer Bier. Ist das erfolgreich, das Stelzhammer Bier? Das ist ja seit Jahren die beste Einführung, was wir gehabt haben. Vor allem die Bügelverschlussflaschen gefällt den Leuten sehr gut, weil es einfach mittlerweile was anderes ist, was Altes. Dr. Johann Blachinger, Direktor des Adalbert-Stifter-Instituts in Linz, verkostet eine Flasche Stelzhammer Bier. Prosit. Zum Wohl. Wie ist das Bier? Das Bier ist im Geschmack sehr austariert und wird wohl auch in die Nähe der Qualität kommen, die Stelzhammer genossen hat. Johann Lachinger ist bekennender Stelzhammer-Verehrer, seit er als Schulbub bei Fräulein Ritter, seiner Volksschullehrerin in Vöcklamarkt, das Gedicht »Der blierende Kirschbaum« auswendig lernen musste. Der blierende Kirschbaum. Allweil kreuz lustig und traurig gar nie. Ich steh da wie der Kirschbaum in ewiger Blier. Dir, freilich, waren Kirschen schon lieber als Blier. Aber denk auf die Käferl und anderen kleinen Tier, die wurlen und webern auf mir um ein Dumm, haben er geschafft und er kurzweil und singen Sum-Sum. Und er Sum-Sum ist nicht gescheit, ist nicht dumm, ist nicht sind, ist nicht fromm, aber er ist halt drum. Eng, freilich, waren Kirschen schon lieber als Blier. Aber geht's, die kleinen Käferl und anderen lieben Tier, was fragen die um Kirschen? Er wird ist die Blier. Was nicht fressen und knirschen, Mensch, das gehört erst dir. Drum, allweil kreuz lustig und traurig gar nie, ich bleib stehen wie der Kirschbaum in ewiger Blier. Wir wissen, dass er in Großbiesenheim, ein kleines Dorf, hat es nicht einmal eine Kirche dort gegeben, aufgewachsen ist, in einem Schneiderhaushalt, also sein Vater war Schneider, seine Mutter Waisennäherin. Silvia Bengesser, Literaturwissenschaftlerin und Stelzhammer Forscherin. Die haben ein paar Tiere gehabt, auf die er auch aufgepasst hat, Ziegen, Kühe vielleicht, Hühner. Es war ein sehr armes Aufwachsen, sehr sparsam, der Vater war extrem sparsam. Wenn man sich überlegt, dass des Vaters Lebenswunsch war, einmal eine Wachskerze zu brennen am Abend, um lesen zu können und nicht mit dem Spanlicht zu sein, dann kann man sich das ungefähr vorstellen, wie die Relationen waren. Musik.
Ja, wenn wir jetzt diesen Stelzhammer Wanderweg entlang schlendern, dann muss uns klar sein, das ist vom Werk her Stelzhammer, also geschichtsträchtiger Boden. Heinz Forstinger, Heimatforscher und Stelzhammer-Liebhaber aus Ried im Innkreis. Denn vieles, was Stelzhammer in seinem Werk schreibt, sind Jugenderinnerungen, sind Erinnerungen, die er einfach für sein Leben gespeichert hat. Und sehr schön ist das Werk im Walde. Da schildert Stelzhammer, wie die Frauen des Ortes mit den Kindern in den Wald gegangen sind und dort Bären gepflückt haben. Und da ist so viel Wissenswertes, Zeitgeschichtliches erfasst, dass es wirklich ganz ein ergreifendes Dokument der Zeit auch ist. Der Weiler Großbiesenhamm liegt 20 Autominuten von Ried im Innkreis entfernt. 10, 12 Häuser, größer ist der Flecken nicht. Stelzhammers Geburtshaus steht mittendrin. Das Land Oberösterreich hat hier eine Gedenkstätte eingerichtet. Anna Seifritzberger hütet das alte malerische Holzhaus, das noch genauso ausschaut, wie es zu Stelzhammers Zeiten ausgeschaut haben muss. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist das Geburtshaus von Franz Stelzhammer, wo 1802 geboren worden ist. Und das ist dann das Murderstieber. Im Murderstieberl hat Stelzhammers Mutter die letzten Lebensjahre verbracht, während einer von Stelzhammers Brüdern das Anwesen geführt hat. Die Einrichtung scheint original erhalten. Ein altes, einfaches Bett aus dem Jahr 1806, ein alter Bauernkasten, eine Truhe. Und die Truhe ist 1797. Und in der Vitrine ist der Franz Stelzhammer mit Mirdl, wie es von Passau heimgegangen ist damit. Und rechts ist er mit 50 Jahren und links mit 70. Und dieses Gerät, die Küchengeräte, die da oder ja, das Spinnradl und Spinnrocken und der Dreifuß und der eiserne Kassetten und der Butterstessel, wo sie früher Butter gemacht haben, und eine alte Uhr. Und der Kindspannhalter und die Dachtscheren für Kerzenschneizen und der Nullpolster. Der Franz Stelzhammer war das letzte Kind von der Maria Hofstetter Stelzhammer, das siebte, und er war ihr Nesthäkchen und ihr Sonnenschein. Er ist als kleiner Bursch, war krank gewesen, und ich habe selber als Jüngsten einen Buben, ich kann mir vorstellen, wie da das Verhältnis ist, auch vor einer Mama zum kleinen Kind, gerade wenn man es so schwer gehabt hat einmal damit, dass es recht krank war und so. Monika Krautgartner, Schriftstellerin und Vorstandsmitglied des Stelzhammerbundes. Dichterbiografien sind ja immer oder zumindest sehr oft sehr beschönigend und ein wenig verherrlichend, aber bei Franz Stelzhammer ist überall zu finden und fühlt man und liest man überall heraus, dass auch die Mutter ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm gehabt hat. Zum Beispiel, damals sind auch die Menschen, die gestorben sind, auf einem Kissen aus Sägespänen beerdigt worden, im Sarg mit dem Kopf gelegt worden. Und die Mama vom Stelzhammer hat sich gewünscht, dass da seine Briefe und Aufzeichnungen drinnen sind, die handgeschrieben von ihrem Buben. Das ist ja auch gewährt worden. Oder sie hat, wie Franz Stelzhammer, sie war ja Waisennäherin und hat Leinen gemacht dann so und hat so in Franzl auch beschäftigt, in vielen Winterabenden, wie er so ein Bub mit 8, 9 Jahren alt war. Und das Flecke Stoff, was da der Bub so recht und schlecht zusammengebracht hat, der quirlige, aufgeweckte Bub, aus dem hat sie die Mama ihr Totenhemd genäht, mit dem sie auch letztendlich beerdigt worden ist. Also da kann man schon sehr, sehr herausfühlen, wie eng da die Liebe und wie eng die Beziehung gewesen ist. Mein Mirdl, ich mag wieder wohl sein, ich mag wieder wohl werden. Mein Mirdl, das alt, hat mit denen noch gern. Ein Mirdener Herz ist ein ewiger Brunn. Und so warm geht's davon, wie im Moor vor der Sonne. Stelzhammer und sein Mirdl, das ist der Stoff, aus dem in der heimattümmelnden Stelzhammer-Verkitschung viele Legenden destilliert wurden. Die Liebe zwischen Mutter und Sohn wurde in den letzten 1,5 Jahrhunderten immer wieder ideologisch aufgeladen. Stelzhammer-Forscherinnen wie Silvia Bengesser sehen das durchaus kritisch. Tatsache ist jedenfalls, Maria Stelzhammer hat einiges mitgemacht mit ihrem Jüngsten. Es gibt zwei Briefe, die wir erhalten haben. Der eine Brief ist
von ihr an ihn. Da ist eine Studentin Wien. Es geht wiederum um ein übliches Thema zwischen den beiden. Er hat kein Geld mehr und bittet sie in einem Brief, dass sie was hergibt, dass sie ihm was borgt oder bei Freunden etwas borgt. Dieser Brief ist insofern bemerkenswert, die Antwortbrief, weil man eigentlich sieht, dass sie sehr unsentimentale Beziehung miteinander gehabt haben. Das war nämlich eine sehr pragmatische Frau, gezwungenermaßen auch, die immer mal erzählt, wie die Lage in Groß-Biesenheim ist, also dass sie beide kein Geld über haben, dass sie ihm auch schon sehr viel gegeben haben, also über die Maßen, dass auch niemand mehr auf ihn Kredit gibt. Also der Kasper, das war ein Krämer in dem Dorf, der hat sozusagen etwas Geld zur Verfügung gehabt, hat Geld geliehen und sie sagt ihm dann, auf dich leider nimmer, aber auf mich. Und sie konfrontiert ihn eigentlich sehr deutlich mit den realen Gegebenheiten. »1837 feiert Franz Stelzhammer seinen Durchbruch als Schriftsteller. Im Verlag des K.K. Hofbuchhändlers Peter Rohrmann in Wien bringt der François Villon des Innviertels seine Lieder in obderensischer Mundart heraus. Ein Sensationserfolg bei Lesern und Kritikern. Adalbert Stifter schreibt später über einen anderen Stelzhammer-Band eine Rezension für die Allgemeine Wiener Theaterzeitung. Der Referent dieser Zeilen gesteht gerne, dass, als ihm die ersten Klänge der Stelzhammerschen Poesie zu Ohren kamen, ein solches Entzücken in sein Herz drang, als uns ist, wenn wir nach langen Jahren wieder die Glocken unseres Heimattales hören. Wer das Land Obderenz kennt, wie es so zaubervoll von der Natur hingedichtet ist, von seinen farbigen Alpen angefangen, bis in das reizende Hügelgewimmel seines fruchtbaren Landes hinaus, der findet alles dieses in diesen Gedichten wieder. Mit seinen Mundartgedichten begeistert Franz Stelzhammer die gebildeten städtischen Schichten des Biedermeier. Die Naturschwärmerei der deutschen Romantik, ihr Faible für Märchen und andere Formen der Volkspoesie, hatten poetischen Naturburschen wie dem Biesenhammer Franzl den Boden bereitet. Bis 1848 hatte er eigentlich einen riesigen Erfolg, wenn man es mit heute vergleicht. Das lässt sich eigentlich nur so verstehen, dass die Dialektdichtung damals sehr modern war. Also wir würden heute sagen, sie war in. Man hat Dialekt geliebt. So wie der Reinhard Fenrich heute I'm from Austria singt und die jungen Leute, denen gefällt es plötzlich, dass er eine Zeile sagt, in der es heißt, ich bin dein Opfer und du mein Baum, also wo wir eigentlich bei einer sehr nahen Metaphorik zu Stelzhammer sind. So war der Stelzhammer damals eine Sensation und diese Sensation war vorbereitet bereits durch die Bewegung des Sturm und Drang in Deutschland. Der Sturm und Drang hat ja eine ganz interessante neue Denkrichtung entwickelt, dass plötzlich das Bäuerliche, das Volkstümliche, also die einfachen Menschen sind ins Zentrum des Interesses gerückt. Bei dem Abwandern dieses Stelzhammer Weges, der ja vielfach Erinnerungen an sein Leben hochkommen lässt, ist die Frage, warum ist denn das, was Stelzhammer über seine Jugend und über dieses bäuerliche Leben geschrieben hat, in Mundart, gerade bei der bürgerlichen Schicht der damaligen Zeit so angekommen? Das ist ganz einfach, weil der Mensch halt eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit immer schon gehabt hat. Und auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts war die gute alte Zeit halt die Zeit, die 50 Jahre zuvor oder 100 Jahre zuvor geherrscht hat. Und daher ist er bei diesen bürgerlichen Schichten in den großen Städten Graz, Linz, Wien
mit diesen Schilderungen der heilen Welt in der Dialektsprache so groß herausgekommen. Gar so heil war die Welt des Franz Stelzhammer aber gar nicht. Sein Oeuvre besteht nicht nur aus wunderbaren Naturschilderungen und zarten Liebesgedichten, sondern auch aus präzisen, bestürzend realistischen Beschreibungen des ländlich-bäuerlichen Alltags in Oberösterreich, der bis weit ins 20. Jahrhundert hinein noch von krasser Armut gekennzeichnet war. Und natürlich war auch Stelzhammer, ob er wollte oder nicht, in die politischen Turbulenzen und Wirren seiner Zeit involviert. Man kann grundsätzlich sagen, dass er ein loyaler Österreicher war, obwohl in seiner Kindheit das Innviertel ja bis 1816 zu Bayern gehört hat. Er war immer stolz darauf, ein Österreicher zu sein und war auch der Dynastie der Habsburger loyal ergeben. Gar so loyal nun auch wieder nicht. Im Revolutionsjahr 1848 lässt sich auch Stelzhammer von den Ideen der liberalen Umstürzler begeistern. Am 2. Mai 1848 veröffentlicht er einen flammenden Appell im Rieder Wochenblatt. Innviertler, Männer, Brüder, eine neue Zeit ist da. Ungeheures ist geschehen. Wie sich gesunde, frische Kinder im Frühlingsgrase wälzen, so wälzen sich dieses Frühjahr die Völker Europas. Das Unterste kam zu Oberst. Die welke, hinfällige Majestät des Einzelnen verband sich zu besserer Kraft und Dauer mit der ewig Jungen des Volkes. Heil und Segen dieser Verbindung. Stelzhammer war ja wie viele Gebildete in der Zeit schon systemkritisch. Also es war nicht so, dass er alles, was da vom Kaiserhaus gemacht wurde oder vom Metternich-System gut gefunden hat. Es war nicht der Fall. Er hat auch unter der Zensur gelitten, unter der Enge, unter den vielen Verboten. Und er war, wie viele Gebildete in dieser Zeit, begeistert, dass diese Schranken mit dem 13. März gefallen sind. Und er war begeistert, dass das sozusagen in Übereinstimmung mit dem Kaiserhaus passiert ist, also dass das vom Ferdinand gutiert wurde. Die Revolution hat er begrüßt als eine Befreiung von Zensur und Meinungszwang und so weiter. Aber er war kein Revolutionär in dem Sinn. Wie viele andere sehr bekannte österreichische Autoren war ein Parteigänger der gemäßigten Liberalen und plädierte, wie auch Stifter zum Beispiel, für eine konstitutionelle Monarchie. Also er war kein Republikaner. Der große Bruch für ihn war ja dann, wie dann sich die Revolution ja immer mehr radikalisiert hat, dass dann der Kaiser Wien verlassen hat und nach Innsbruck gegangen ist mit seinem gesamten Hof und damit sozusagen auch die schützende Hand über die Wiener Revolution weggezogen hat. Das war die große Krise Stelzhammers. Solange der sozusagen einverstanden war und das sozusagen konstitutionelle Monarchie war, hat er auch das Gefühl gehabt, das ist in Einklang mit Gott. Und da kommt ganz was, finde ich, typisch Österreichisches zum Tragen, dass man zwar Revolution näher denkt, aber dass man das auch in Einklang mit einer höheren Instanz haben möchte. Und Stelzhammer war insofern sehr gläubig. Das heißt, er hat an gegebene, gottgewollte Ordnungen geglaubt. Davon war er überzeugt. Interessanterweise hat er aber dann nach der Revolution den ganzen revolutionären Ideenreichtum hat er dann eigentlich abgelehnt und war dann ein Anhänger Kaiser Franz Josefs. Also politisch war er da nicht sehr exponiert. Er war eigentlich ein unpolitischer Dichter. Wir sind darin im Atem zu, dass der Brauerei, das ist nur so aufgebaut, wie es wahrscheinlich zu Stelzhammers Zeiten auch ausgeschaut hat. Das ist nur alles der alte Leiterbottich, die Schwanenhälse zum Ableiter mit Leiterkrank, die Subpfanne etwas tiefer gelegt, damit es mit natürlichem Gefälle runterlaufen kann.
So ist die letzten 300-400 Jahre im Prinzip Bier gebraut worden. Bei einer würzigen Häube, einer halben Bier, ist im Innviertel in den letzten 300-400 Jahren auch so mancher schon ausfällig geworden. Wenn Bockbier und Märzen in Strömen fließen, tut man sich halt leichter mit gewissen fremdenfeindlichen Pflegeleien oder antisemitischen Polemiken. Dass auch Franz Stelzhammer für derlei anfällig war, zeigt ein wüster antisemitischer Aufsatz, den er 1852 in München veröffentlicht hat. Kein Volk der Erde hat nach seinem politischen Ableben mit einer solchen Zähigkeit, ja völligen Unumbringbarkeit fortgedauert wie der Jude. Wo ist die Blüte der Menschheit, der edle Grieche? Wo ist die Kraft der Menschheit, der riesige Römer? Wo ist das Volk, das die ewigkeitstrotzenden Pyramiden türmte und ihre Wände beschrieb mit den unauflöslichen Hieroglyphen? Verschwunden. Verhallt wie brausende Stürme, wie reißende Wässer abgelaufen. Der Jude, der so Großes nie getan, besteht. Besteht in zahlloser Menge und mit unberechenbarem Einfluss auf die Geschicke der Völker. Soweit Franz Stelzhammer in einem Aufsatz 1852. Der im Innviertel lebende Schriftsteller Ludwig Laher, Jahrgang 1955, hält diesen Text für das bei weitem wüsteste antisemitische Pamphlet, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Feder eines relevanten österreichischen Schriftstellers entflossen ist. Ludwig Laher ist einer der wenigen, nein, er ist der einzige Gegenwartsautor, der sich kritisch mit dem Rassisten und Antisemiten, der Franz Stelzhammer eben auch war, auseinandersetzt. In einem Essay schreibt Laher: Meiner Meinung nach ist es unabdingbar, kritische Distanz zu Stelzhammer zu wahren. Dieser Schriftsteller steht eben auch in den unrühmlichsten Bereichen für eine Variante des im Innviertel heimischen Menschenschlages. Die Liebe zur Heimat, zum Landschaftsdetail, zu Flora und Fauna, zu vertrauten Menschen, der genaue, behutsame Blick auf die kleinen, alltäglichen Dinge zeichnet seine Arbeit genauso aus wie sträfliche Verallgemeinerungen, unhaltbare Vorurteile und intellektuelle Anämie, wenn es um größere Zusammenhänge geht. In seinem Aufsatz Jude bedient sich Franz Stelzhammer 80 Jahre vor den Nazis bereits nahezu aller rhetorischer Versatzstücke, die deren Hetzpropaganda gegen die Juden kennzeichnet. Franz Stelzhammer hat 1852 in diesem berühmt-berüchtigten, würde ich sagen, bunten Buch, das in München rausgekommen ist, einen Aufsatz, einen Essay veröffentlicht über das Judentum. Er hat vorher nie dergleichen geschrieben. Ich kenne auch aus seinem lyrischen Werk oder auch zu seinem hochsprachlich-fiktionalen Werk keine Stelle, die dem in irgendeiner Form entsprechen würde. In alle Welt zerstreut, schlingt der Jude sich, bald dünner, bald breiter, immer aber in innigstem Zusammenhang, in fast unerforschlichen Windungen und Krümmungen, ein Riesenbandwurm um die Ernährungsorgane eines jeden kultivierten Staatskörpers. Und wie oft man ihn auch abzutreiben versucht hat, man gewann, nicht so glücklich wie beim Kleinen im menschlichen Körper, bis jetzt stets nur größere oder kürzere Stücke, nie aber den Kopf selbst. Dieser Essay ist sehr antisemitisch. Man kann da wirklich schwer atmen, weil es wirklich eine Sprache ist, die einen erschaudern lässt. Jeder materielle Erwerb oder Gewinn hat den Zweck, dass man sich und die Seinen fördere und erhebe. Der Jude allein erwirbt, dass er habe, gibt es dann seinen Kindern und schärft ihnen ein, dazu nur wieder zu erwerben, auf das sie haben. Er lehret sogar seine Kinder Nüchternheit und Mäßigkeit, prediget ihnen Fleiß und Unverdrossenheit. Und warum? Ach, dass sie haben. Nichts weiter. Wenn man sich die Lebensgepflogenheiten Stelzhammers anschaut, dann erstaunt einem dieser Aufsatz noch mehr. Franz Stelzhammer hat nämlich immer wieder in Wien gelebt und auch über lange Zeit in Wien gelebt
und einer seiner Hauptkontakte damals war der Kantor der jüdischen Synagoge namens Salomon Sulzer. Und mit dieser Familie, auch mit der Fanny Hirschfeld, seiner Frau, hat Stelzhammer sozusagen ganz alltäglich verkehrt. Das heißt, es war eine Familie, zu der er wirklich essen gegangen ist, bei denen er am Tisch gesessen ist, die ihn auch beherbergt haben manchmal, wenn er keine Wohnmöglichkeit in Wien gehabt hat. Umso wirklich überraschender ist dieser Aufsatz. Ich kann es auch nicht einordnen. Ich verstehe es nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es mit seiner Münchner Situation zu tun hat, dass es mit seiner Anbiederung an Münchner Mainstream zu tun gehabt hat. Ich weiß nicht genau, mit welchen Leuten er da zusammen war. Es klingt ein bisschen so, wie wenn er manchen Leuten da etwas dem Munde nachreden wollte. Aber es kann natürlich auch sein, dass es eine Schicht in ihm war, die es gegeben hat und die man als antisemitisch bezeichnen kann. Hormat lauernd, wir haben die so gern. Wir Kinder, sei Mutter, erinner, sei Herrn. Also der Vergleich in diesem Hormat-Gesang, die Liebe zur Heimat, ist so wie die Liebe eines Hündchens zum Herrn, wirkt natürlich komisch. Und man kann sich zwar vorstellen, dass das also individuell erlebt wird, aber in diesem Vergleich schwingt unausweichlich ein Stück Komik mit. Ich muss aber da gleich dazu sagen, dass der Vergleich Hund und Herr ein Vergleich ist, den Goethe im westöstlichen Divan ganz am Schluss beim Eingang ins Paradies verwendet. Da darf auch das Hünderl mit. Ja, wenn sogar Goethe die Tugend der hündischen Treue feiert, wenn auch nur in zarter, indirekter Andeutung, dann wird das wohl auch der Stelzhammer Franzl dürfen, meint zumindest Herr Dr. Lachinger. Ich kann sogar das Zitat lesen. Der Schluss von Goethes westöstlichen Divan im Buch des Paradieses heißt es, sind die letzten Zeilen des westöstlichen Divan, wo das Schöne, stets das Neue, immer wächst nach allen Seiten, dass die Unzahl sich erfreue, ja das Hündlein gar, das Treue, darf die Herren hinbegleiten. Also selbst das Hündlein, das Treue, darf die Herren ins Paradies begleiten. Ja, jetzt, wenn wir den Stelzhammerweg entlang gehen, müssen wir bedenken, wir sind umgeben von schönster Natur. Und jetzt, gerade im Herbst, gibt es natürlich eine Menge Pilze. Wir sehen da am Wegrand eine schöne Gruppe von Schopftintlingen. Übrigens für die, die gerne Pilze essen, ein ausgezeichneter Speisepilz. Lateinisch soll er auch noch einen Namen kriegen, dass die Fachleute was davon haben. Er heißt Coprinus comatus und ist ein ausgezeichneter Speisepilz. Und vielleicht hat ihn auch Stelzhammer gegessen, obwohl die bäuerliche Bevölkerung ja eher kaum Pilze isst. Aber Stelzhammer war ein ausgesprochener Naturkenner. Man weiß von seinen Briefen und von seinen Schilderungen seiner Frau, dass er den Kindern jede Vogelstimme erklären hat können, jede Blume erklärt hat. Und er ist auch in seinem Werk öfters geoutet als richtiger Freund der Natur, als Naturschützer und Tierschützer. Zängst über Doxel, ein Kumpf auf der Seite, reisen wir auch auf die Wiesen, mir heim oder leid. Es ist noch nix auf, es wird Zwiegel und Zun, und es gang nur kein Sö, wann nicht das Bacherl für un. Und Zwiegel und Bacherl, eins mit den Ohren blauscht, und mir witzen oft zängst, dass der Klang davon rauscht.
Ein anderer Bereich ist für mich, dass er eine geradezu buddhistische Haltung der Natur gegenüber hat. Also er ist nicht einer, der sagt, macht euch die Erde untertan und beutet sie aus, solange es geht, so gut es geht, damit wir Menschen, also dieses sehr anthropozentrische Weltbild verwirklichen können, sondern er gibt jedem Wesen, bis zum Käfer, bis zur Gösse, die sticht, ein Recht, in dieser Welt zu leben und einen Platz zu haben. Stelzhammer war in diesem Sinne Pantheist. Also für ihn ist in jeder Äußerung des Lebens der Welt Gott enthalten. Das ist seine Religion. Aber es wird irgendwie gelingen, weil der Stelzhammer, wenn er das Geld gehabt hätte, war er sicher ein Amerika-Gewinner und hätte damit gesungen. Dr. Martin Moser, pensionierter Tierarzt und der mit Abstand renommierteste Stelzhammer-Interpret im ganzen Innviertel, sitzt mit dem Heimatforscher Heinz Forstinger im Wirtshaus. Naja, ich finde, es ist sehr angenehm, wenn das Repertoire mehr beinhaltet, als die Stereotypen Murterl und Wiesel und Bachel und Rena. Die Herren fachsimpeln über ihren Lieblingsdichter. Es war ja zu seiner Zeit schon so, dass, wenn man die Rezeptionsgeschichte von der Bengesser liest, dann war ja immer wieder das Walzen ähnlich, ist das Gleiche gekommen. Weil er selber natürlich gemerkt hat, was die Leute gern hören. Und das hat er ja selbst immer vortragen. Dr. Moser nimmt einen Schluck Rieder Merzen und gibt ein Stelzhammer-Gedicht zum Besten. Die Gleichnis von Hausen. Haha und hoho, sag, wie geht's denn dolo? Hoho und haha, Freund, geht dolo, geht's gar. Aber auf wie heißt Pfnausen, übers Bergerl ukeit. Und wer wird sie leicht hausen, in der schnurrharten Zeit? In der eben hier ins Bachel, und leicht geht der Wogen. Und der Mensch, der sein Sachel hat, braucht sie nicht blumen. Auch für dialektbewusste Innviertler ist Stelzhammers Sprache heute nicht mehr ohne weiteres verständlich. Das ist verständlich, die Sprache, die ist einfach 150 Jahre alt und der Spruch ändert sich natürlich mit der Zeit. Da kann man damals, wer will, wenn man sagt, ja, wir möchten nur die alte Sprache erhalten, das ist nicht möglich. Das ändert sich genauso wie über die Musik und auch der Volksgesang, das ist der Lauf der Zeit. Und so ist es auch mit der Stelzhammer Spruch geworden. Also heute würde man auch nicht mehr ohne weiteres verstehen, wenn es heißt, zuletzt steht also da ganz bodüt und verzort. Wenn er was da wie Wunsch, gab's der ihm's hin ufusort. Also bodüt ist eigentlich verblüfft und verzort ist verzagt. Und ufusort ist unversehens, also ohne lange zu überlegen. Die ersten 60 Jahre seines Lebens hat Franz Stelzhammer in äußerster Armut verbracht. Die Kehrseite seiner angeblich ach so fidelen Existenz als freier Schriftsteller. Wie trist des Dichters Lebensverhältnisse die längste Zeit über waren, erschließt sich aus dem Briefwechsel zwischen ihm und seiner Frau Betty Stelzhammer, den Silvia Bengesser in einer mustergültigen Edition soeben im Verlag Otto Müller herausgegeben hat. Stelzhammer hat seine spätere Gemahlin 1842 in Wien kennengelernt. Die beiden heiraten und ziehen nach Ried im Innkreis. Dort wird Tochter Lise geboren. Stelzhammer fühlt sich von seinen Pflichten als Familienerhalter von Anfang an überfordert. Immer wieder ergreift er die Flucht, bleibt dem ehelichen Heim für Wochen und Monate fern. Einmal vaziert er sogar ein Jahr lang durch die Lande, während Betty daheim in Ried nicht weiß, wovon sie die Miete für sich und das Kind bezahlen soll. Am 5. April 1843 schreibt der flotte Franzl aus München: Meine liebe Betty, du hast wieder eine schöne Probe zu bestehen gehabt. Hast du sie glücklich bestanden?
Ich erinnere mich wohl öfter deiner Worte bei unserem Abschied. Wenn du mir auch nichts schicken kannst, schreibe mir nur und bald. Das waren deine Abschiedsworte. Und als ich nichts zu schicken hatte, mochte ich dir doch trotz dieser Erinnerung keinen leeren Brief schicken. Was hülfe dir diese Versicherung meiner wärmsten Liebe, wenn du nichts Warmes oder gar nichts zu essen hättest? Wie geht es dir, liebes, gutes Herzensmädchen? Die Frau Mutter, tröstete ich mich, wird sie nicht verhungern lassen. Und im äußersten Notfalle hat meine Betty auch eine arbeitsame, unverdrossene Hand. Betty hat zwar eine arbeitsame, unverdrossene Hand, wie Gatte Franzl mit unübertrefflicher Herablassung feststellt, aber die nachgerade zynische Vernachlässigung, deren sich ihr Mann schuldig macht, lässt die stets am Rande des Existenzminimums dahinvegetierende Frau immer bitterer, auch immer kränker werden. 1851 stirbt das gemeinsame Kind Lisi. 5 Jahre später segnet auch Betty Stelzhammer das Zeitliche, im Alter von nur 38 Jahren. Die materielle Not ihres Mannes, der sich alsbald mit einer anderen tröstet, mit Hermine Tremmel aus Salzburg, der Tochter einer früheren großen Jugendliebe, die materielle Not Franz Stelzhammers hat erst 1862 ein Ende. In diesem Jahr wird dem berühmtesten Dialektdichter des Alpenraums vom Land Oberösterreich ein Ehrensold von 400 Gulden jährlich zugesprochen. Bis zu seinem Tod, also noch 12 Jahre, kann Stelzhammer jetzt einigermaßen sorgenfrei leben. Wenn man so den Stelzhammer Weg entlang schlendert, dann wird einem irgendwie bewusst, dass das Leben Stelzhammers ein ewiges Wandern war. Und wie sich dieses Wandern vollzogen hat, ist natürlich in seiner Zeit gesehen eine recht mühselige Sache gewesen. Er ist großteils in jungen Jahren zu Fuß gegangen. Er ist später natürlich mit Kutschen, mit Stellwegen, das waren ziemlich unbeholfene Gefährte, unterwegs. Seine Reisen nach Wien hat er großteils mit dem Dampfschiff unternommen, das damals schon Mitte des 19. Jahrhunderts installiert war. Und es war preislich günstiger als die Kutsche, daher hat er dieses Dampfschiff genommen. Naja, Hauptqualität von Franz Stelzhammer war immer sein Freiheitsdrang, seine Unabhängigkeit. Das heißt eigentlich in dem Zusammenhang, dass er getan hat, was er wollte, was ihm Spaß gemacht hat, wofür er sich berufen fühlte auch, und dass er eigentlich keine Rücksichten nahm auf gesellschaftliche Konventionen oder auch nicht ums tägliche Brot. Also es war nicht einer, der gesagt hat, ich muss jeden Tag ein warmes Essen haben und deswegen brauche ich so und so viel Geld, sondern der hat in Kauf genommen zu hungern. Und da war einfach sehr viel Mut dahinter. Also das finde ich auch heute noch. Da gehört sehr, sehr viel Mut dazu, so zu leben. Einer, der sich um die Pflege und vor allem die Verbreitung des Stelzhammerschen Ruhms unsterbliche Verdienste erworben hat, ist der Steiermarker Peter Rosecker. Die beiden haben sich 1872 in Graz kennengelernt. Rosseckers Erinnerungen an den knorrigen Mundartdichter aus dem Innviertel sind überaus anschaulich. Es war herrlich, den Alten mit dem schönen, ausdrucksvollen Greisenhaupt in der Begeisterung zu sehen. Ein Ursprünglicher, ein Kernmensch. Jeder Zoll an ihm ein Poet. Er blieb bei mir bis in den späten Abend hinein. Ich habe ihn sehr lieb gewonnen und bin nachher mit ihm in schriftlichem Verkehre geblieben. Es war einer der interessantesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Sein armes, tolles, heimatloses Leben war tief und reich. Und er ist trotzdem ein altes Kind gewesen. Ja, die Legendenbildung ist ja eigentlich schon ein Gütezeichen für einen Autor. Das heißt, nicht bei jedem Autor werden Legenden gebildet. Und Stelzhammer ist symptomatisch für diese Legenden. Und ich würde sagen, die machen ihn sympathisch, die machen ihn angreifbar, die machen ihn, ja, bringen eine gewisse Nähe. Sie stimmen, würde ich sagen, zum Großteil nicht. Aber das kann man ruhig vergessen. Man kann sich auch mit an diesen Legenden freuen. Und ich habe nichts gegen diese Legenden. Man darf ihn nur nicht missbrauchen, das ist wichtig. Also zunächst liebe ich an Stelzhammer seine Sprache.
Also ich finde, er ist ein großer Lyriker und ich meine jetzt nicht nur ein Innviertler oder oberösterreichischer Lyriker, sondern er ist ein großer Lyriker. Und das heißt für mich, er steht neben Robert Burns oder Heinrich Heine oder Rilke für mich an gleicher Position. Nur sind die Sprachzugänge andere. Aber er ist für mich ein großer Lyriker und er vermittelt für mich als Person, als Kind des 20. Jahrhunderts auch inhaltlich immens wichtige Botschaften. Er hat nämlich in seinem Werk eine Schicht drinnen, eine Werkschicht, die unglaublich Mut zuspricht, ein Leben zu führen, das sich nicht primär an Sicherheiten orientiert und sozusagen die Berufung verrät an die Sicherheit, sondern der Stelzhammer oder in seinen Gedichten wird ständig das Thema des sich treu bleibens, auch auf Kosten der Bequemlichkeit, zum Thema gemacht. Wir sind hier in der Flaschenabfüllung der Brauerei Ried. Hier wird das köstliche Stelzhammer Bier abgefüllt. Da am Anfang eher geglaubt worden ist, dass das Stelzhammer Bier nur in dem einen Jahr gibt, wo der Herr Stelzhammer oder den 92. Geburtstag feiert, war das eher noch nicht so fix alles geplant, aber nachdem der super Erfolg vom Stelzhammer Bier hat uns dazu entschlossen, eine neue Abfüllanlage zu kaufen und die wird jetzt demnächst fertig installiert, damit wir das dann alles auch im Haus machen können und dann wird das irgendwo ein fixer Bestandteil der Brauerei Ried bleiben. Zum Ende des Weges kommen wir zu einer Tafel, die uns zeigt, dass Stelzhammer auch ein sehr gläubiger Mensch war, der das von seiner Jugend an so erfahren hat und auch in seinem Leben, trotzdem es natürlich auf und ab gegeben hat, immer wieder dokumentiert hat. Und auf dieser Tafel ist ein Auszug aus einem seiner schönsten Gedichte, Scotts Namen. Es lautet so: Meine Mutter ist fromm und ihr Wunsch war halt das, dass ich endlich einmal von meinem leichten Leben los. Hab mir heftige Bäder und Sprich hineingelernt und hab gemeint, dass wir Weilands grohäusam sein werden. Aber mei, die Gebäder und Sprich nach der Zeit sind alle hübsch lang, hat zum Sagen nicht dabei. Aber wenn's gar nicht Zeit hast und geht da eng zusammen, mach ein Kreuz und ein Seufzer und sprich in Gottes Namen. Sie hörten Der sakrische Franzl. Auf den Spuren des oberösterreichischen Landesbohemiens Franz Stelzhammer. Ein Feature von Günter Keindelsdorfer. Gesprochen haben Fritz von Friedl, Peter Urey und Peter Färber. Produktion Peter Klein. Wann ich lang nimmer bi, geht noch's gefragert um mich. Und auch gefragert wird sein. Eier mei, eier mei. Und auch gefragert wird sein. Und auch lang um mich. Aber mei, ich bin lang schon dahin.